Reichtum, Macht, Glamour. Diese Familien haben scheinbar alles. Und sie sind erfolgreich, über Generationen hinweg. Doch das Leben mit einem großen Namen hat auch seine Schattenseiten. Promi-Familien, reich berühmt, aber auch glücklich. Jetzt in ZDF History. Fünfzig Jahre später nimmt Tochter Lisa Marie seine Songs neu. Reichtum, Macht, Glamour. Diese Familien haben scheinbar alles. Und sie sind erfolgreich, über Generationen hinweg. Doch das Leben mit einem großen Namen hat auch seine Schattenseiten. Promi-Familien, reich berühmt, aber auch glücklich. Jetzt in ZDF History. Fünfzig Jahre später nimmt Tochter Lisa Marie seine Songs neu auf und singt im Duett mit ihrem Vater. Der frühe Tod des Kings beschäftigt Lisa Marie zeitlebens. Auch sie wird Sängerin. Doch an die Erfolge ihres weltberühmten Vaters kann sie nicht anschließen. Deutschland 1958. Elvis Presley muss seinen Militärdienst im hessischen Bad Nauheim ableisten. Hier lernt der GI die Stieftochter eines Air Force-Kameraden kennen, Priscilla Beaulieu, zarte 14 Jahre alt. Der Rockstar und die junge Frau verlieben sich. Nach zwei Jahren Wehrdienst kehrt Elvis zurück in die USA. Priscilla folgt ihm kurze Zeit später und zieht in seine Villa Graceland ein. Dabei ist Priscilla mit nun 16 Jahren immer noch minderjährig und die Beziehung nach US-Recht illegal. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du. Doch Priscillas Eltern geben ihren Segen, denn Elvis hat versprochen, sie zu heiraten. 1967 löst er sein Versprechen ein. Hochzeit in Las Vegas. Genau neun Monate später kommt Lisa Marie zur Welt. Elvis stammt aus einfachen Verhältnissen. Deshalb soll es seiner Tochter an nichts mangeln. Er genießt sein Familienglück. Doch die Karriere stockt. Andere dominieren die Charts. Die Beatles begeistern eine neue Generation von Fans. Ist es das Aus für Elvis? Im Dezember 68 gibt er ein TV-Konzert und lockt Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Das Comeback glückt. Elvis ist danach ständig auf Tour. Sein Familienleben bleibt auf der Strecke, genau wie seine Gesundheit. Auf die Bühne schafft er es bald nur noch mit Aufputschmitteln. Reichtum, Macht, Glamour. Diese Familien haben scheinbar alles. Und sie sind erfolgreich, über Generationen hinweg. Doch das Leben mit einem großen Namen hat auch seine Schattenseiten. Promi-Familien, reich berühmt, aber auch glücklich. Jetzt in ZDF History. Fünfzig Jahre später nimmt Tochter Lisa Marie seine Songs neu auf und singt im Duett mit ihrem Vater.
Der frühe Tod des Kings beschäftigt Lisa Marie zeitlebens. Auch sie wird Sängerin. Doch an die Erfolge ihres Reichtum, Macht, Glamour. Diese Familien haben scheinbar alles. Und sie sind erfolgreich, über Generationen hinweg. Doch das Leben mit einem großen Namen hat auch seine Schattenseiten. Promi-Familien, reich berühmt, aber auch glücklich. Jetzt in ZDF History. Fünfzig Jahre später nimmt Tochter Lisa Marie seine Songs neu auf und singt im Duett mit ihrem Vater. Der frühe Tod des Kings beschäftigt Lisa Marie zeitlebens. Auch sie wird Sängerin. Doch an die Erfolge ihres weltberühmten Vaters kann sie nicht anschließen. Deutschland 1958. Elvis Presley muss seinen Militärdienst im hessischen Bad Nauheim ableisten. Hier lernt der GI die Stieftochter eines Air Force-Kameraden kennen, Priscilla Beaulieu, zarte 14 Jahre alt. Der Rockstar und die junge Frau verlieben sich. Nach zwei Jahren Wehrdienst kehrt Elvis zurück in die USA. Priscilla folgt ihm kurze Zeit später und zieht in seine Villa Graceland ein. Dabei ist Priscilla mit nun 16 Jahren immer noch minderjährig und die Beziehung nach US-Recht illegal. Doch Priscillas Eltern geben ihren Segen, denn Elvis hat versprochen, sie zu heiraten. 1967 löst er sein Versprechen ein. Hochzeit in Las Vegas. Genau neun Monate später kommt Lisa Marie zur Welt. Elvis stammt aus einfachen Verhältnissen. Deshalb soll es seiner Tochter an nichts mangeln. Er genießt sein Familienglück. Doch die Karriere stockt. Andere dominieren die Charts. Die Beatles begeistern eine neue Generation von Fans. Ihr erstes Album, in dem sie den Tod des Vaters verarbeitet, schafft es auf Platz 5 der US-Charts. Das, was die Familie für ihr ganzes Leben als Definition gefunden hat, ist ein Leben für Presley, für Elvis. Und das hält sie am Leben. Und die Presleys halten den Mythos Elvis am Leben. Dank der zahlreichen Fans, die noch immer nach Graceland pilgern, hat die Familie über Generationen hinweg ausgesorgt. Aus dem langen Schatten, den Elvis tot warf, konnten beide, Priscilla und Lisa Marie, schließlich heraustreten. Unsere nächste Promi-Familie ist eine deutsche Künstlerdynastie. Drei Frauen in Zwietracht vereint. Die Hagens. Schauspielerin Eva Maria Hagen will 2000 ihre Autobiografie veröffentlichen. Sie bietet dem Leser Einblicke in Privates. Zu privat, findet Tochter Nina. Sie fühlt sich verletzt und lässt die Veröffentlichung per Gericht stoppen. Wenn man als Mutter ein Buch schreibt und dreckige Lügen und Kritikgeschichten über sein eigenes Kind verbreitet, dann nö, das, also das ist heißt, im Mülleimer das Buch mehr oder weniger. Nina Hagen, ihre Tochter Cosma Shiva und Mutter Eva Maria sind zusammen durch viele Krisen gegangen. Evas Buch aber droht nun, die Familienbande zu zerreißen. Dann werde ich eben jetzt eine Weile ohne sie meinen Weg, beziehungsweise sie vielleicht auch
Oh, ich darf gar nicht jetzt so pessimistisch denken. Eva Maria Hagen. Man nennt sie auch die Brigitte Bardot der DDR. In den 50ern macht sie als Schauspielerin Karriere. Mit dem Regime hat sie sich arrangiert und lässt sich einspannen für die Propaganda. Mit 20 heiratet sie den Drehbuchautor Hans Hagen. Ein Jahr später kommt Tochter Nina zur Welt. Doch das Familienglück währt nicht lange. Nina wächst wie ihre Mutter vaterlos auf. Eva Marias Vater starb früh und ihr Adoptivvater blieb im Krieg. Und auch bei Nina Hagen war es ähnlich, dass also ihr Vater von der Mutter sozusagen, wie sie sich ausdrückt, abgewickelt wurde, als sie 4 Jahre alt war. Das heißt, sie sind also von Kind auf gewöhnt, ohne Vater aufzuwachsen und mussten deswegen auch sehr, sehr früh selbstständig werden. Als Nina 10 ist, verliebt sich ihre Mutter neu in den Liedermacher Wolf Biermann. Er verändert das Leben der Hagenfrauen nachhaltig. Biermann ist zwar Kommunist, seine Lieder sind den DDR-Oberen aber zu frech. Er hat Auftrittsverbot. Gehorsam, fleißig, geistig, matt, die Arisa. Jetzt trifft auch Eva Maria der Bannstrahl. Sie erhält nur noch kleine Filmrollen und darf lediglich in Provinztheatern auftreten. Ninas Traum von der Schauspielkarriere droht ebenfalls zu platzen. Als Nina Hagen an die Schauspielschule wollte in der DDR, hat man dann im Nachhinein gefunden, den Grund, weshalb sie abgelehnt wurde. Nämlich da hat ein Stasi-Offizier reingeschrieben, dick und fett, verhindern. Also die Tochter einer Dissidentin darf auf keinen Fall im Staat der DDR Schauspielerin werden. Und dann ist ja Nina Hagen, das zeigt auch so ein bisschen, denke ich, ihren Charakter, dann ist sie einfach nach Polen gegangen, hat dort angefangen zu singen, ist zurück in die DDR und hat dann immerhin den Abschluss als staatlich geprüfte Schlagersängerin gemacht. 1974 landet sie ihren größten Hit. DDR-Führung Wolf Biermann aus. Die Hagenfrauen folgen ihm in den Westen. Für Eva Maria war das ein Karriereknick. Sie war ja vorher schon sozusagen geächtet und konnte nur in Provinztheatern auftreten. In Deutschland kannte man sie halt nicht so sehr, also in Westdeutschland. Und damit hat sie zwar Rollen bekommen, aber nur kleinere im Fernsehen und auf der Bühne, hat dann auch gesungen. Während Nina startete dann ja durch. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich glaub's TV. Im Westen entdeckt Nina den Punk als neue musikalische Heimat. Bunt, laut, exzentrisch. Und auffallen um jeden Preis. Es ist genau ihre Welt. Und mittendrin die nächste Hagen-Generation. Cosma Shiva wird 1981 geboren. Ihr Vater, der Musiker Ferdinand Kamelk, stirbt an einer Überdosis Heroin. Da ist Cosma gerade 7 Jahre alt. Das Leben mit ihrer Mutter erlebt sie als extrem turbulent. Ich habe mal ihr ein Interview gemacht, da hat sie gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, Nina, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in L.A. geboren, habe einen amerikanischen Pass. Ich war in Paris, in London. Ich war immer irgendwo hinter den Kulissen. Ich war auf Ibiza irgendwie so und so lange. Dann war ich wieder bei der Oma geparkt. Ich habe überhaupt kein Familienleben kennengelernt. Ich kannte nur das Vagabundensein. Mit 13 zieht sie die Notbremse und meldet sich selbst in einem Internat in Lüneburg an. Es ist eigentlich eine umgekehrte Art der Aufmüpfigkeit. Sie sehnt sich plötzlich nach Ruhe, nachdem sie so viel Abwechslung hatte, während andere Kinder gern mal Abwechslung haben. Und die würden sich auch dagegen sträuben, in ein Internat geschickt zu werden. Aber sie hat sich das wohl selbst ausgesucht. Doch auch in Cosma Shiva schlägt ein Künstlerherz. Und die Oma schubst sanft in die richtige Richtung.
ich gemalt und sie und die. Ja, sie will, dass ich Schauspieler. Gar nicht. Also das muss ich. Nein, überhaupt nein. Nicht. Das stimmt doch nicht. Ich finde nur, dass du sehr talentiert bist. Aber niemals würde ich dir das einreden. Mit 15 steht sie das erste Mal vor der Kamera und gehört schon bald zu den begehrten Nachwuchstalenten der deutschen Filmszene. Oh. Tot. Alles nur, weil sie eine Hagen ist? Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich den Namen nicht gehabt hätte. Der Einstieg war sicherlich leichter. Irgendwann muss man aber schon ein bisschen auch für sich selbst kämpfen und zeigen, dass man auch was kann. Cosma Shiva gelingt es, sich zu etablieren. Auf ihre eigene Art und mit ihrem eigenen Stil. Ich finde die Hagen spannend, weil es diesen drei Frauen gelungen ist, jede für sich ein ganz eigenes Bild zu erschaffen, damit auch Erfolg zu haben. Und das eigene Bild ist ja jeweils zugleich eine Abgrenzung gegenüber dem Bild der Mutter. Im Grunde genommen kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass jede stolz auf die andere ist. Eine Menge zu lernen haben. Den Streit um Eva Marias Autobiografie legen Mutter und Tochter schließlich bei. Wir müssen es zurückholen, das Leben der Königin hängt davon ab. Das Buch von meiner Mutter ist irgendwie unserem Missverständnis unterlaufen, dass ich das nicht vorher lesen konnte. Meine Mutter ist eine glückliche Frau und die soll auch bitte immer glücklich bleiben. Dafür bin ich zuständig. Ich liebe meine Mutter. Es ist familiär, sich zu fetzen von Zeit zu Zeit, wenn es starke Persönlichkeiten gibt. Da, wo Energie ist, entsteht Reibung und dann entstehen auch Funken. Auf der anderen Seite, wenn die familiären Bande stimmen, dann findet man am Ende immer wieder zusammen und spürt, dass es etwas gibt, was stärker ist als der Streit. Du hast den Farbenfelsen bei meiner Seele. Die Hagen-Frauen könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch was sie trennt, macht sie umso stärker. Unser nächster Fall. Eine Familie, bei der Zusammenhalt großgeschrieben wird. Am Ende zählt aber immer nur der Sieg. Die Trumps. Die Trumps, auf dem Zenit ihrer Macht. 2016 wird Donald Trump zum 45. US-Präsidenten gewählt und katapultiert damit eine Unternehmerdynastie ins Weiße Haus. Seine Kinder haben ihn im Wahlkampf tatkräftig unterstützt. Keiner von ihnen hat jemals vorher in der Politik gearbeitet. Doch jetzt sind sie die First Family und lenken die Geschicke der Supermacht. Bei seiner Vereidigung gibt Donald Trump das Motto seiner Präsidentschaft aus. America first. Amerika zuerst. Dieses Motto passt zur Familienphilosophie der Trumps. Im Idealfall hat jede Unternehmerfamilie ihr eigenes Narrativ, ihren genetischen Code, der sie prägt. Das können Werte sein, wie dass man die Welt ein Stück besser machen wolle oder wie im Falle der Familie Trump, gar nicht so selten, der Glaube, dass man selbst sich gegenüber dem Rest der Welt abschotten müsse, da ist eine feindliche Außenwelt, dieser feindlichen Außenwelt müsse man es permanent zeigen und man zeigt es ihr dann auch und gerade das stärkt den inneren Zusammenhalt. Donald Trump vertraut angeblich nur seiner Familie. Deshalb ziehen Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner als Berater mit ins Weiße Haus ein. Ivanka gilt als engste Vertraute des Präsidenten und als Trumps Ass im Ärmel. Manche behaupten, er habe Ivanka die Präsidentschaft zu verdanken. Als im Wahlkampf eine Tonbandaufnahme veröffentlicht wird, auf der Trump damit prahlt, er fasse Frauen gerne in den Schritt, gilt er bereits als Verlierer. Ivanka steht nach dem Skandal zu ihrem Vater. Für viele Anhänger ist es das entscheidende Signal. Wenn Ivanka ihm verzeiht, können wir das auch. Der gesamte Clan, die sind in einer Weise gemeinsam unterwegs, das politische Porzellan, das der Vater jeden Tag zerschlägt, am nächsten Tag wieder zusammenzukehren und schön zu färben. Und Ivanka schafft das in ihrer so freundlichen, schönen, distinguierten Art auf eine Weise, dass die Menschen sich sagen, also ein Präsident, der eine solche Tochter hat, der kann doch eigentlich nicht schlecht sein. Mit der Erziehung seiner Kinder Ivanka, Donald Jr. und Eric hat er allerdings nur wenig zu tun. Das ist Aufgabe von seiner ersten Ehefrau Ivana. Doch das Ex-Model ist auch Trumps Geschäftspartnerin. Sie managt seine Hotels und gilt als knallhart,
was ihr viel Respekt einbringt. Doch Donald mag es nicht, wenn er Erfolg teilen muss. Denn er versteht sich als Ich-AG. Die Marke, die er aufbaut, heißt Donald Trump. Für eine Partnerin auf Augenhöhe ist da kein Platz. Den Grundstein für das Trump-Imperium legt Donalds Vater Fred. Der Immobilienunternehmer treibt seinen Erben von Kindesbeinen zum Erfolg an. Fred Trump hat die Menschen eingeteilt in Loser und Winner, also Verlierer und Gewinner. Und er hat seinem Sohn immer gesagt, du musst auf der Gewinnerseite sein, irgendwas dazwischen gibt's nicht, sonst bist du ein Loser. Und genau das hat er seinem Sohn mitgegeben und danach hat er gehandelt. Donald Trump geht hohe Risiken ein, um kein Verlierer zu sein. Zu hohe. 3 Insolvenzen überlebt er, aber nicht dank seines Genies als Geschäftsmann, wie er stets behauptet, sondern dank seines Vaters. Fred Trump schießt dem Sohn über die Jahre Geld zu. 400 Millionen Dollar an der Steuer vorbei. Donalds Ehe geht 1992 in die Brüche. Ivana lässt sich wegen einer Affäre scheiden. Für die Kinder wird die Trennung ihrer Eltern zu einem Trauma. Denn sie bekommen die Scheidungsschlacht ihrer Eltern in den Boulevardblättern mit. Dass sich die ganze Welt über das Privatleben ihrer Eltern auslässt, habe wehgetan, berichtet der älteste Sohn Donald Jr. später. Und er gibt seinem Vater die Schuld. Über ein Jahr lang spricht er nicht mehr mit ihm. Ganz anders Ivanka. Sie geht nach der Schule zu Donald ins Büro, um ihn aufzuheitern, wie sie später sagt. Mit 14 beginnt Ivanka als Model zu arbeiten, studiert später aber Betriebswirtschaft, denn sie will an die Seite ihres Vaters. Sie steigt ins Familiengeschäft ein und weiß, wo ihr Platz ist. Den Fehler ihrer Mutter wiederholt sie nicht. Was hast du bisher bei mir gelernt? Es ist großartig, dich zu beobachten, deinen ständigen Hunger nach Information, wie du mit den Leuten sprichst und mit Situationen umgehst. Das finde ich wirklich sehr faszinierend. Donald Juniors Karriere verläuft nicht so geradlinig wie die seiner Schwester. Er ist das einzige Trump-Kind, das rebelliert. Nach dem College geht er nicht brav auf die Uni, sondern arbeitet als Barkeeper. Als Namenserbe steht er unter besonderem Erwartungsdruck. Nach seiner Geburt soll Donald zu Ivana gesagt haben, wir können ihn nicht Donald Jr. nennen. Was, wenn er ein Verlierer wird? Schließlich entscheidet er sich doch für einen Job bei seinem Vater, so wie seine Geschwister. Er ist der Kern, auf den sich alle ausrichten. Sie alle profitieren von diesem System, sei es wirtschaftlich, sei es im Zuge öffentlicher Bekanntheit. Und auf der anderen Seite stützen sie ihn, weil er dann nicht so alleine ist. Er kann immer wieder das Gefühl haben, die Menschen, die mir am nächsten sind, die denken doch genauso wie ich. Und damit entsteht eine ganz eigene Wirklichkeitswahrnehmung. Das Weiße Haus. Eine Filterblase der Familie Trump. Über Kritik am Patriarchen ist zumindest öffentlich nichts bekannt. First Lady Melania schweigt eisern und scheut eher das Rampenlicht. Doch fühlt sie sich in ihrer neuen Rolle sichtlich unwohl. Gilt das auch für ihre Ehe? Ja, die kleine Geste wird ja interpretiert von ihr. Und wenn sie die Hand wegzieht von ihm, wenn er ihre Hand ergreifen will, oder wenn sie immer wie versteinert von der Physiognomie her ist, dann sagt sich natürlich der Zuschauer, ja, also die Beziehung ist mit Sicherheit nicht gut, aber sie versucht das jetzt irgendwie durchzuziehen. Sie setzt aber nichts an die Stelle. Sie hat kein Profil. First Daughter Ivanka dagegen bezieht öffentlich Position. Viele hoffen, dass sie einen beruhigenden Einfluss auf ihren aggressiv auftretenden Vater hat. Diese Hoffnung wird enttäuscht. So aber schafft sie es, nicht mit den Skandalen rund ums Weiße Haus in Verbindung gebracht zu werden. Es sind gute Voraussetzungen für eine eigene politische Karriere. Trumps Söhne Donald Jr. und Eric verwalten das Trump-Imperium, während der Vater das Land regiert.
Doch bei den Trumps werden Politik und Geschäft nicht strikt getrennt. Donald Jr. äußert sich ungefragt zur Politik und gilt im rechten Lager bereits als Hoffnungsträger. Wie sein Vater schießt er besonders scharf gegen die freie Presse. Im Wahlkampf trifft er sich mit einer russischen Anwältin, angeblich um belastendes Material gegen Trumps politische Gegnerin Hillary Clinton zu bekommen. Das wäre illegale Wahlkampfhilfe aus dem Ausland. Wir gegen den Rest der Welt. Und gewinnen um jeden Preis. Mit ihrem Familienmotto haben es die Trumps bis ins Weiße Haus geschafft. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Unser nächster Fall. Ihre Autos sind weltbekannt, ihre Erfindungen schreiben Geschichte. Doch der Erfolg entzweit die Familie. Die Porsches. Der Käfer. Der Porsche. Diese Autos sind Kult und haben die Familie, die dahinter steht, reich und berühmt gemacht. Doch die Familienmitglieder zoffen sich ständig. Bis heute. Die Familiengeschichte der Porsches und Biers, die repräsentiert deutsches Familienunternehmertum mit allen Stärken und zugleich aber auch mit allen Schwächen. Es geht um die Macht beim größten Automobilhersteller der Welt. Volkswagen. 600.000 Beschäftigte. Über 100 Milliarden Marktkapital. Volkswagen ist eine Ikone der deutschen Wirtschaft und es repräsentiert das, was Deutschland stark gemacht hat, die Automobilindustrie. An Volkswagen hängen unglaublich viele Arbeitsplätze, auch mittelbar Automobilzulieferer. Also ohne Volkswagen ist die deutsche Wirtschaft in all der Stärke, die wir heute haben, schwer vorstellbar. Hier fängt alles an. In Wien um 1900. Bei einem Kutschenbauer arbeitet der damals 25-jährige Ferdinand Porsche an einem Automobil. Noch sind Autos eine Seltenheit. Doch Porsche glaubt fest daran, dass sich die neue Technik durchsetzen wird. Er ist ein Tüftler und ein Sturkopf und träumt vom Auto für jedermann. So Aussagen, das geht alles nicht, das gab es bei ihm sowieso nicht. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann hat er es auch gemacht. Der Antrieb seines ersten Autos ist heute wieder topaktuell. Es fährt elektrisch. In Stuttgart gründet Porsche 1931 ein eigenes Konstruktionsbüro. Die Liebe zum Auto überträgt sich auf seine Kinder. Sohn Ferry und Tochter Luise. Sie kämpfen um die Anerkennung des Vaters. Ferry, jetzt bist du dran. Als Stammhalter trägt Ferry an den hohen Erwartungen an ihn besonders schwer. Luise dagegen ist viel selbstbewusster und Liebling des Vaters. Der Konflikt entstand dadurch, dass Luise einfach viel talentierter war als ihr Bruder. Sie war zwar nicht der Stammhalter, er sollte ja das als Stammhalter dann übernehmen, aber sie war talentierter. Mit jedem Jahr verschärft sich der Konflikt der Geschwister. Hört ihr auf! 1928 heiratet Luise den Rechtsberater ihres Vaters, Anton Piech. Die Familie teilt sich auf. In die Piechs und in die Porsches. Und jeder will den anderen dominieren. Statt zu schlichten, flüchtet sich Vater Ferdinand in die Arbeit. Er will seinen Traum vom Auto für jedermann verwirklichen. Adolf Hitler, seit 1933 an der Macht, will ein Auto fürs Volk. Wo später die Stadt Wolfsburg entsteht, lässt er die größte Automobilfabrik Europas bauen. Ein Staatsunternehmen. Doch die Porsches führen die Geschäfte. Am 26. Mai 1938 wird die Gründung der Volkswagen-Werke gefeiert. Ein großer Moment für die Familie Porsche. Doch schon im Jahr darauf baut das Werk keine Autos mehr fürs Volk, sondern Fahrzeuge für Hitlers Krieg. 20.000 Fremd- und Zwangsarbeiter, darunter Kriegsgefangene, später auch KZ-Häftlinge, müssen im VW-Werk in der Heimat schuften. 1945, Kriegsende.
Wegen ihrer Verstrickung in Hitlers Reich verlieren die Porsches ihre Posten im Wolfsburger Werk. Nur das Konstruktionsbüro in Stuttgart bleibt ihnen. Jetzt schlägt die Stunde von Ferry Porsche. Er entwickelt einen Sportwagen und gibt ihm selbstbewusst den Familiennamen Porsche. Endlich erhält er die Anerkennung des Vaters. Wie der Großvater heimkam und sich die Zeichnungen angeschaut hat, hat er gesagt, ich hätte keine Schraube anders gemacht. Das war eigentlich sozusagen die Meisterprüfung für meinen Vater. Als der Patriarch 1951 stirbt, erben seine Kinder zu gleichen Teilen. Wer künftig das Sagen hat im Unternehmen, ist ungeklärt. Luise oder Ferry. Also der Grundkonflikt in dieser Familie besteht seit Generationen darin, wer ist eigentlich der wahre Erbe Ferdinand Porsches, also des Gründers dieser Familie. Nach dem Krieg wird Ferdinand Porsches Traum vom Auto für alle doch noch wahr. In Wolfsburg läuft der Käfer massenweise vom Band. VW gehört zwar dem Staat, doch die Porsches verdienen mit. 5 Mark an jedem verkauften Wagen. Der Käfer macht die Deutschen mobil und die Porsches reich. In den 70ern erreicht der Machtkonflikt die Enkelgeneration. Im Porsche-Werk in Stuttgart-Zuffenhausen greift Luises Sohn Ferdinand Piech nach dem Steuer. Aber dadurch, dass er ein Piech im Nachnamen hatte und kein Porsche, war es eigentlich ausgeschlossen, dass er in Stuttgart Unternehmenschef werden könnte. Ferdinand Piech will das Unternehmen weiterentwickeln und setzt alles auf einen Rennwagen, der Sportgeschichte schreiben soll. Der Porsche 917. Kosten spielen keine Rolle. Im 24-Stunden-Rennen von Le Mans gelingt 1970 der Durchbruch. Die Marke Porsche wird dank des Siegs zum Statussymbol. Doch der Konflikt zwischen den Piechs und den Porsches schwelt weiter. Bei einem Familientreffen beschließt die Sippe, dass sich alle aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und die Leitung Externen überlassen. Ein herber Rückschlag für Ferdinand Piech. Er heuert bei Audi an und macht die damals ziemlich verstaubte Marke wieder flott. Als in den 90ern Volkswagen in einer Krise steckt, wird Ferdinand Piech zur Rettung nach Wolfsburg gerufen. Es ist seine Stunde des Triumphs. Er hat es allen gezeigt. Er hat es der Familie Porsche gezeigt, dass man auch ohne diesen Namen Porsche etwas schaffen kann. Er war ja der Einzige, der aus dem ganzen Familienzweig so weit nach oben gekommen ist. Er hat der ganzen Welt bewiesen, ich schaffe es, egal wie groß die Widerstände sind. Piech gelingt die Wende. Als VW-Chef fordert er alles von seinen Mitarbeitern. Erfolg und unbedingten Gehorsam. Wer nicht mitzieht, fliegt raus. Bei den Porsches wird derweil ein verwegener Plan geschmiedet. Die Übernahme von Volkswagen. Vor allem Wolfgang Porsche treibt das ehrgeizige Projekt voran. Das kleinere Porsche-Unternehmen will den Riesen VW schlucken. 2008 der Frontalangriff. Porsche will die Aktienmehrheit von Volkswagen. Doch die Stuttgarter haben sich verzockt. Mitten in der Finanzkrise geht ihnen finanziell die Luft aus. Jetzt dreht VW den Spieß um und schluckt Porsche. Bei der Übernahmeschlacht verlieren viele Aktionäre Geld. Und alles nur wegen einer Familienfehde. In Wolfsburg ist am Nachmittag eine Bombe geplatzt. Was VW daraus droht, ist noch gar nicht abzuschätzen. Von zig die Schummelsoftware für Abgasmanipulationen. Seit 2015 erschüttert der Abgasskandal das Unternehmen. Die Clanmitglieder geben sich gegenseitig die Schuld. Noch ist der Skandal nicht ausgestanden. Und auch der Machtkampf in der Familie schwelt weiter. Dabei steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die Porsches. Unser nächster Fall. Sie sind eine der ersten Familien, die Reichtum in politische Macht ummünzen. Und das über 3 Jahrhunderte. Die Medici.
26. April 1478. Ostersonntag in Florenz. Unter den Kirchgängern sind die Brüder Giuliano und Lorenzo de' Medici. Ihre Familie ist die reichste und mächtigste der Stadt. Im Dom lauern zwei Attentäter den Brüdern auf. Lorenzo überlebt den Anschlag, Giuliano wird ermordet. Einer der Angreifer gehört zur Familie der Pazzi, Konkurrenten der Medici. Ein wütender Mob übt darauf Vergeltung an den Pazzi. Doch wer steckt hinter dem Mordkomplott? Florenz, damals eine Republik, ist das Machtzentrum der Medici. Dank ihnen blüht die Stadt auf, nicht nur wirtschaftlich. Sie wird zur Künstlermetropole. Kirchen und Paläste entstehen, alles finanziert von den Medici. Ihr Einfluss reicht weit über Florenz hinaus. Eine Familie, aus denen nicht nur Unternehmer hervorgegangen sind, sondern auch Kardinäle, sogar Päpste und Königinnen. Eine Familie, die in dem Maße die damalige Renaissance-Kunst beeinflusst hat. Ich glaube, mehr als in diesen 300 Jahren in dieser Familie passiert ist, auch mit mehr Glanz auf der einen Seite und mehr Schrecken auf der anderen Seite, ist kaum denkbar. Mitte des 13. Jahrhunderts siedeln die Medici aus dem Umland der Toskana nach Florenz. Nicht als Ärzte, wie der Name Medici vermuten lässt, sondern als Weber und Tuchhändler lassen sie sich nieder und gehören bald zu den einflussreichsten Familien der Stadt. Im 14. Jahrhundert wagt ein Medici den Sprung in ein neues, lukratives Geschäftsfeld. Giovanni di Bicci de Medici. Die Familie kommt ja aus dem Textilgeschäft und der hat dann als erster erkannt, dass Bankwesen unternehmerisch viel, viel spannender ist und vor allen Dingen auch politisch viel mehr Machtmöglichkeiten gibt, um das es ihm ging. Das war eine wesentliche Weichenstellung. Im Oktober 1397 gründet er in Florenz eine eigene Bank, die Banco di Medici. Es ist nicht die erste in der Stadt, aber die Branche boomt. Für den Einstieg braucht es nicht viel. Die Genehmigung der Geldwechslergilde, einen mit Tuch bespannten Tisch, den Banco, ein Schriftbuch und genügend Bargeld. Aus dem kleinen Tisch wird bald ein Bankennetz, das von London bis Neapel, von Barcelona bis Konstantinopel reicht. Die Medicis haben in ganz, ganz kurzer Zeit alle Instrumente genutzt, die es heute auch noch gibt, vom Wechsel angefangen und andere. Und sie haben als allererste erkannt, Geldverleihen ist nicht nur eine regionale Angelegenheit, Geldverleihen ist eine Angelegenheit, die man im Grunde genommen global nach den Maßstäben der damaligen Welt betreiben kann. Prägt unsere Finanzwelt bis heute, auch wenn viele Instrumente dazugekommen sind. Cosimo gelingt es, den wichtigsten Großkunden der damaligen Zeit an Land zu ziehen. Die Kirche. Die Nähe der Medici zur katholischen Kirche ist die Grundlage für ihre ganzen wirtschaftlichen Erfolge. Ich glaube, dass in der gesamten Geschichte der Medici die klügste und wichtigste Entscheidung diejenige gewesen ist, dem Papst Geld zu leihen. Denn die Renaissance-Päpste brauchen mehr Geld für ihren Lebensstil, als die Steuerzahler des Kirchenstaates und die spendenfreudigen Rompilger aufbringen können. Andere Kirchenobere haben dagegen Geld zum Investieren. Die Medici finanzieren mit den Anlagen der einen die Kredite der anderen und verdienen dabei üppig. Sie werden so zu einer Art Hausbank der römischen Kurie. Und sie investieren selbst, auch in die schönen Künste. Als Mäzene erkaufen sich die Medici ein positives Image. Die Familie de' Medici hat ja damals Künstler gefördert wie Michelangelo und Botticelli, die wir heute noch bewundern. Das heißt, sie waren in irgendeiner Form Visionäre. Also alles, was wir heute noch an Kunst gut finden, war damals schon von ihnen bezahlt worden. Cosimo ist überzeugt, dass sich seine Großzügigkeit positiv auf sein Seelenheil auswirken wird. Denn schließlich werden Kunstwerke damals meist zu Ehren Gottes geschaffen. Die
dieses Mäzenatentum hatte ja eine doppelte Funktion. Auf der einen Seite war es bei einigen der Medicis, insbesondere bei Cosimo dem Älteren, ein wirkliches Interesse, eine Leidenschaft. Auf der anderen Seite, warum stellen Menschen, die Bedeutung haben, sich in den Zusammenhang von Kunst, das ist immer auch ein zur Schaustellung der eigenen Pracht, der eigenen Möglichkeiten, des eigenen Reichtums. Und man weiß, man schafft damit auch Dinge, die einen selbst überleben und noch dann eine Bedeutung haben werden, wenn man selbst einmal nicht mehr ist. Auch Lorenzo, ein Enkel Cosimos und beinahe Opfer des Attentats in Florenz, bleibt dieser Linie treu. Als bedeutendster Mäzen der Stadt erhält er den Beinamen der Prächtige. 1478 werden Gerüchte laut, dass der Papst hinter dem Mordanschlag auf Lorenzo und seinen Bruder steckt. Sixtus IV. Wollte sich angeblich das unabhängige Florenz einverleiben. Erst 500 Jahre später wird klar, Auftraggeber war nicht der Papst, sondern der Herzog von Urbino, ein enger Freund der Medici. Er wollte die Familie entthronen und über Norditalien herrschen. Lorenzo stirbt 1492. Mit ihm geht auch das Bankhaus der Medici zugrunde. Geplatzte Darlehen und riskante Geldgeschäfte beenden dieses Kapitel der Familiengeschichte. In Rom wird 1513 ein neues aufgeschlagen. Ein Medici wird Papst. Leo X. Finanziert seinen Hang zum Luxus auch mit dem Ablasshandel. Dagegen begehrt ein deutscher Theologe auf, Martin Luther. Die Kirchenspaltung kann auch ein weiterer Medici-Papst, Clemens VII., nicht verhindern. In einem aber ist er sehr erfolgreich: seiner Familie Titel zuzuschanzen. 1530 wird aus der Stadtrepublik Florenz ein erbliches Fürstentum mit den Medici an der Spitze. Mit 18 Jahren wird er zum Herzog von Florenz, Cosimo I. 1569 macht ihn der Papst zum Großherzog der Toskana. Ein königsgleicher Titel, nur für ihn geschaffen. Es ist der Türöffner, um in Königsfamilien einzuheiraten. So wird Katharina von Medici Königin von Frankreich und baut die Macht ihrer Familie weiter aus. Bis 1737 währt die Herrschaft der Medici in Florenz. Das Ende ist äußerst unspektakulär. Sie sterben einfach aus. Das findet man bei vielen großen, erfolgreichen Familien. Irgendwann ist diese gewaltige Energie, diese Kraft, die sie brauchen, verlischt die Flamme dann auch einfach und bleibt dann nichts mehr übrig, außer Geschichte. Doch der Nachruhm ist den Medici dank ihres großen Erbes an Kunst und Kultur sicher.